SharePoint-Podcast, Ausgabe 430 vom 25.03.2021. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 430. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Heute ohne lange Vorrede. Ich habe für euch mal wieder ein tolles Gespräch aufgezeichnet. Diesmal mit Matthias Einig von Rencor. Der Matthias ist ja wie ich MVP auch schon seit vielen Jahren im SharePoint und natürlich auch im Office 365 Bereich tätig. Die Firma Rencor, seine Firma, kümmert sich um Codequalität, kümmert sich um Governance für Microsoft 365 und SharePoint natürlich. Ja, und was stand näher, um ihn mal in ein Interview zu bekommen und ihn mal zu befragen. Zum einen, wie er so in den letzten 12, 13, 14 Monaten als MVP und Community-Mensch die Krise überstanden hat. Dann natürlich zu fragen, wie wichtig Governance im Bereich von Teams und Microsoft 365 ist. Und natürlich auch einen Blick auf das neue Produkt zu werfen, was der Matthias und Rencor veröffentlicht haben, nämlich Rencor Governance, mit dem der, ich sag mal, Microsoft 365 und Teams Administrator Einblick in seine technologische Infrastruktur bekommt und daraus nicht nur Schlüsse, sondern auch Reaktionen ziehen kann. Aber was man damit genau machen kann, das wird uns der Matthias jetzt gleich erzählen. Und insofern wünsche ich also viel Spaß mit dem Gespräch mit Matthias. Matthias Einig, du bist so wie ich auch MVP und schon treibst dich auch ganz lange schon in diesem SharePoint Microsoft 365 Umfeld rum. Seit wann bist du MVP? Oh, eine gute Frage. Ich glaube jetzt 7 Jahre, 8 Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Da war einmal irgendwann so ein Shift für ein halbes Jahr und also wo irgendwie der Renewal-Zeitraum sich verändert hat. Also ich glaube 7,5 Jahre, sagen wir mal, mittendrin. Ich habe recherchiert und laut offiziellem MVP-Profil bist du seit 2014 MVP. Sind es jetzt 7 Jahre dieses Jahr? Das sind 7 Jahre, ja genau. Ist ja ein bisschen hin und her geschaltet worden. Sag mal ein bisschen was zu dir. Was ist dein Hintergrund? Mein Hintergrund, gut. Ja, ich habe angefangen 2005, glaube ich, mit SharePoint, also auch schon eine Weile her, habe SharePoint-Projekte implementiert als Entwickler, später Requirements-Engineer oder Business-Consultant, habe Projekte bei größeren Unternehmen in Deutschland hauptsächlich implementiert, Intranets, Extranets, was es halt zu dieser Zeit so gab, die Hochphase des SharePoint-On-Premises-Entwicklens im Endeffekt. Und habe dann irgendwann in der Zeit halt auch ein Problem identifiziert. Das war, dass die Codequalität bei diesen On-Premises-Projekten insbesondere immer sehr schwierig war, in den Griff zu bekommen. Es war alles sehr komplex. Wer sich aus der Zeit noch schon damit beschäftigt hat, wird wissen, da war viel mit XML und viel deklarativer Code. Und da hatte ich damals mit einem Kollegen zusammen, dem Thorsten, ein Tool für uns selber gebaut. Das war der SP-COP, nannten wir das damals. Da gab es auch den FX-COP und den haben wir halt den SP-COP genannt, SharePoint-COP, als Code-Qualitätstool. Und daraus entstand dann später letztendlich meine Firma Rencor mit unserem ersten Produkt SP-CAF. Und so hat sich es halt dann weiterentwickelt. Dann ging alles in die Cloud, dann haben wir das Thema Migration mit aufgenommen und jetzt zuletzt halt auch dieses Thema Governance in Office 365. Ich glaube, da zu dem SP-CAF, ich glaube, dazu haben wir mal einen Podcast gemacht, da habe ich jetzt eigentlich nicht so richtig recherchiert, aber ich weiß noch, zumindest haben wir jetzt auf irgendeiner Konferenz vorhin schon mal darüber unterhalten, weil das eigentlich ein ziemlich spannendes Thema war, zu sagen, ja, in der SharePoint-Umgebung, da wird ja immer wild rumprogrammiert und dieses, was wir heute so Citizen Developer nennen und mit Power-Apps und so weiter, damals im SharePoint-Designer oder programmieren, irgendwelche Webparts hinzufügen. Da ging es auch darum, wie
wie sicher sind das, ist das Ganze? Also betriebssicher, Sicherheit hinsichtlich Funktionalität richtig, und so weiter. Und da hattet ihr dieses Tool implementiert und das fand ich damals sehr spannend, weil für mich das auch so ein Punkt war, darüber nachzudenken, ja, guck mal, ja, es macht ja Sinn, sowas mal zu prüfen und zu verifizieren, um zu wissen, ob das Ganze dann auch das tut, was es tun soll. Dazu kommen wir aber gleich noch mal ein bisschen später. Ich würde von dir eigentlich gerne wissen, ich habe schon gesagt, wir haben uns auf diversen Veranstaltungen ja schon gesehen. Nun sind wir über ein Jahr lang, ich sag mal schon, hier in die Homeoffice gefesselt und nicht mehr draußen. Wie ist bei dir das letzte Jahr vergangen? Wie hast du so die Community-Arbeit erlebt? Wie weit konntest du überhaupt noch was machen? Ja, also klar, der Lagerkoller ist noch nicht da bei mir, Gott sei Dank. Aber es wäre natürlich schon mal schön, wieder ja echte Events und die Leute im realen Leben zu treffen, ohne Zweifel. Ich glaube, das geht uns allen so. Ich habe im letzten Jahr natürlich auch genauso wie alle anderen keine Präsenztermine mehr gemacht. Ich glaube, das letzte Event, das ich Präsenz gemacht habe, war im Februar letztes Jahr, also kurz bevor der Lockdown losging. Und seitdem mache ich alles auch natürlich online, wie jeder andere auch. Also sowohl die Vorträge, die ich halte, als auch die Veranstaltungen, wo ich teilnehme. Und das macht natürlich auch Spaß. So ist es nicht. Gerade was jetzt Eventorganisation und so weiter betrifft. Gut, wir machen halt jetzt mittlerweile selber unsere Events, so wie zum Beispiel diesen Governance Mini Summit, den wir nächste Woche machen, bei uns bei Rencor. Ist anders, aber auch ganz gut, weil wir haben festgestellt, ja, so diese Online-Events können wir halt viel besser auch die Leute erreichen, die es tatsächlich interessiert. Bei den Präsenz-Events hat man natürlich mehr Interaktion, das macht natürlich auch viel mehr Spaß. Es, ja, dieser Community, das Community-Feeling ist halt viel stärker. Aber das Interesse ist natürlich auch zu den Themen generell bei den Online-Events da. Nur vielleicht nicht mehr so, dass man eine Veranstaltung hat, die einen ganzen Tag geht, sondern wir teilen es halt jetzt eher auf einen Vortrag pro Tag, dass die Leute halt dann einfach die Möglichkeit haben, das auch irgendwie besser einzuplanen in ihren täglichen Ablauf. Ja, ansonsten freue ich mich auf den nächsten Collab Summit, der jetzt leider erst im November sein wird, aber ja. Das ist, denke ich, wir alle schauen schon in die Richtung, dass dann irgendwie wieder was passiert. Also ich kann das nur bestätigen. Also für mich war auch das letzte Jahr, ich sag mal so, ich habe, glaube ich, an so vielen User Group und Meetups teilgenommen wie in den letzten 3 Jahren nicht, virtuell, weil es natürlich auch mittlerweile relativ einfach geworden ist. Wenn man jetzt nicht immer durch die Republik reist, um zum User Group Treffen zu fahren, das macht man ja normalerweise als MVP immer als idealerweise als Anhängsel zu einem anderen Event, dass man einen Tag vorher oder einen Tag später nochmal mit da vorbeischaut. Oder wenn man sowieso in der Gegend ist, sagt man Bescheid, ich komme mal gern vorbei, wir machen mal ein Event. Aber halt, wenn du es remote machst, ist es im Grunde überhaupt gar kein Thema zu sagen, jo, gerne, nächsten Dienstagabend, 19 Uhr, bin ich dabei, mache ich euch einen Vortrag. Klar. Und da waren wir auch vielen Sachen dabei. Allerdings muss ich auch sagen, es ist, also ich habe es nur auf, über den Zeitablauf habe ich schon festgestellt, dass es besser geworden ist. Aber es gab dann schon so die ein oder anderen, wo es dann tatsächlich auch in Richtung Community-Event, Meetup gegangen ist, wo man einfach, sagen wir mal, mit dem Vortrag aufgehört hat und wo dann einfach nochmal 7, 8, 9, 10 Leute waren, die sich dann einfach nochmal zu irgendeinem Thema einfach ausgetauscht haben und ohne Skript, ohne alles gesprochen haben und das dann über Teams Meeting gemacht haben. Also da waren schon dem einen oder anderen so ein Gefühl, oh, jetzt hast du dich mal, so wie man sich auf einem normalen Meetup auch unterhalten hätte. Aber klar, wir freuen uns alle darauf, dass das irgendwann mal wieder richtig losgeht. Ja, klar, mal schauen. Das hatte ich letztens auch mal, war ich auch mal, ich glaube, vor 3 Wochen oder sowas auf dem Event. Ich glaube, da war ich noch bis um kurz vor Mitternacht mit 5 Leuten oder sowas noch im Call, die ich so auch natürlich kannte von anderen richtigen Veranstaltungen. Dann haben wir noch ein Bier getrunken virtuell und haben einfach über alle möglichen Themen gesprochen, auch über Events natürlich. Was ich schon merke jetzt irgendwie, also zumindest habe ich das Gefühl, dass mit diesen vielen Online-Events und natürlich dadurch, dass es auch so einfach ist für jemanden zu machen, dass schon eine gewisse Müdigkeit auch bei dem einen oder anderen ist und die Aufmerksamkeit vielleicht auch bei weitem nicht so da ist wie bei realen Events, weil man halt dann doch nebenher vielleicht was arbeitet oder noch eine E-Mail schreibt und so weiter. Also ich denke, da sinkt natürlich dann auch die Qualität der Interaktion zwischen den Beteiligten.
Ich sag mal so, das ist, ich will jetzt nicht zu tief in die ganze Eventgeschichte abdriften, aber eins vielleicht nochmal gesagt, was man natürlich sieht, dass alle Events jetzt online gehen, egal ob Meetup oder riesengroße Konferenz, und alle sagen, wir haben das tollste, beste Programm. Mhm. Und klar, es gehen dann immer natürlich immer die gleichen dahin, die dann aber auch wieder als Aufzeichnung da sind. Und insofern wiederholt sich ja auch vieles, was sich in früher ja auch wiederholt hat. Nur das waren halt Events, die fanden mal da, mal da, mal dort statt. Jetzt findet alles praktisch vor deiner Tür statt. Und das ist dann schon, ja, ich glaube, da muss man auch in Zukunft nochmal so die Events grundsätzlich durchdenken, und ob man nicht gerade so nach der, wenn es jetzt wieder ein bisschen besser wird, gerade diesen Kommunikationsaspekt, diesen Austausch fördert und einfach vielleicht ein bisschen weniger weg vom Content geht und weg von den Namen, sondern eher die Räume schafft, wo man sich vor Ort dann wieder mal unterhalten kann und vielleicht mal die anderthalb Jahre richtig aufarbeiten kann. Aber egal. Vielleicht sollte man das in Schweden tun. Wer weiß, ja, Schweden. Um diesen wahnsinnigen Anschluss zu finden. Perfekt, denn ja, wir wollten ja was über die Firma Renkor wissen, über deine Firma. Und ich habe gelesen bei euch auf der Seite, dass ihr die 2013 in Schweden gegründet habt. Wie, du bist jetzt nicht unbedingt Schwede, würde ich sagen. Wie bist du denn dazu gekommen? Oh, mein Partner Svenska und die Welt. Ich habe zu der Zeit in Schweden gewohnt. Also ich war 2012, glaube ich. Ja, ich glaube 2012 bin ich nach Schweden gezogen, einfach weil sich die Gelegenheit ergeben hatte. Und wir dachten halt, ja, wir probieren das mal aus. Fanden Schweden generell interessant und schön. Und bin ich nach Stockholm gezogen, und wie ich dann dort gearbeitet habe, bei einer Firma, auch als Consultant im SharePoint-Implementierungsthema, sind wir halt dann dazu gekommen, dass wir die Firma gründen, mein Kompagnon und ich aus alten Tagen. Und in Schweden gründet sich eine Firma wesentlich einfacher als in Deutschland. Also man braucht keinen Notar, man kann quasi innerhalb von 3 Tagen online eine Aktiengesellschaft gründen. Und das war dann verhältnismäßig simpel. Und wie ich dann wieder zurückgezogen bin nach Deutschland, haben wir halt dann die Firma umgezogen, 3 Jahre später nach Deutschland auf eine ganz normale GmbH. Also, aber unsere Wurzel liegt in Schweden, wenn man so will. Und du hast ja vorhin schon gesagt, im Prinzip ist es aus einem Projekt entstanden, wo ihr selber was gebaut habt, weil euch bestimmte Funktionen fehlten, Codequalität in der Richtung. Und dann ist daraus halt ein richtiges Produkt geworden. Richtig, genau. Also ursprünglich war es ein Kommandozeilentool, das wir für uns selber entwickelt haben, um im Prinzip die Qualität von unserem Entwicklungsteam zu prüfen. Also bevor wir es an den Kunden ausliefern, ich habe mit einer größeren Consulting-Firma gearbeitet, und da ist es halt nun mal nicht unüblich, dass man manchmal vielleicht auch unerfahrenere Entwickler im Team hat oder welche, die mit dem Thema gar nichts zu tun hatten vorher. Und um einfach die Qualitätsrichtlinien, die wir uns selber gesetzt haben, aufrechtzuerhalten. Wir hatten ja auch noch ein Open-Source-Produkt, die SharePoint Software Factory, das auch viele verwendet haben, und den SharePoint Solution Deployer, der PowerShell-Sammlung, die auch Open-Source war. Und das war quasi der Anfang, und dann war der logische nächste Schritt am Ende auch die Qualität abzusichern. Mhm. Und dann haben die Kunden irgendwann gemeint, ja, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, könnte man das auch kaufen? Und wir hatten das ursprünglich gar nicht geplant. Und haben gedacht, naja, versuchen wir es halt einfach, machen wir mal ein Produkt draus, das mal so nebenher verkaufen, und das hat sich dann aber ziemlich schnell zu einem Vollzeitjob entwickelt, und ja, mittlerweile sind wir ja fast 30 Mitarbeiter mit externen und sind natürlich ein bisschen größer mit mehreren Themen mittlerweile auch am Markt. Ja, ihr habt noch einen MVP bei euch im Team. Ja, ne? Genau, wir haben noch den Tobias Zimmergren, der ist Azure MVP. Der ist ja auch ein Urgestein, der ist auch schon recht lange da. Ja, ich glaube, der ist über 12 Jahre schon MVP und war, glaube ich, einer der jüngsten ursprünglich. Er wohnt in Schweden. Also wir haben auch weiterhin unsere Mitarbeiter recht verteilt. Also wir haben auch Leute in England sitzen und in Spanien, und wir sind eigentlich jetzt durch die ganze Pandemie waren wir besser vorbereitet, glaube ich, als viele andere, weil wir auch schon vor knapp 8 Jahren, wo wir die Firma gegründet haben, Remote First waren. Also wir hatten erst mit 4 Jahren hatten wir unser erstes physisches Büro.
Und jetzt sind wir halt einfach, für uns war das ja okay, jetzt sind wir halt permanent alle daheim. Ich kann das, ich bin ja nun seit fast über 20 Jahren mittlerweile im Homeoffice und muss sagen, trotzdem, das letzte Jahr war nochmal eine besondere Erfahrung. Man hat noch eine Menge dazugelernt und das ist doch schon mal nochmal ein bisschen was anderes, aber letztlich spannend. Aber um mal zurückzukommen, das heißt, wenn ich das aus deinem, was du uns gerade erzählt hast, so ein bisschen zusammenfasse, dann geht es bei euch eigentlich um die Themen, wie macht man was richtig, wie kann man es überwachen, wie kann man es kontrollieren und wie kann man auch denjenigen, die für die Software und für den Betrieb verantwortlich sind, die richtigen Tools oder Informationen geben, damit sie sagen können, ja, das funktioniert richtig oder das funktioniert nicht richtig. Das ist so, sagen wir mal, das, was ihr in eurer Produktpalette, würde ich mal sagen, so als übergeordnete Philosophie da vielleicht einbaut. Ja, also völlig richtig. So ist auch unser Mission Statement quasi als Firma, also Unternehmen zu helfen, mit die Kontrolle über ihre Microsoft-Infrastruktur primär zu behalten, indem wir ihnen die Insights geben, also ihnen helfen, die Daten, die Informationen zu sammeln und dann auch darauf zu agieren, also Lösungen für die Probleme, die sie identifizieren, eventuell halt auch damit helfen, die umzusetzen. Und da ist es schwierig, so ein Mission Statement, das ich immer nur in Englisch kenne, irgendwie auf Deutsch zu sagen, weil bei uns ist auch die Firmensprache auf Englisch. Insofern. Das hatte ich vorhin auch schon. Kann ich gut nachvollziehen. Wir hatten vorhin auch gerade die Frage, wie können wir bestimmte Begriffe in ein vernünftiges Deutsch übersetzen? Das ist manchmal ziemlich schwierig. Und dann, das gibt mir eigentlich schon die Überleitung zu dem, wo wir uns jetzt noch ein bisschen genauer unterhalten wollen. Letztlich zu dem, ich würde mal sagen, neuen Chaos-Tool schlechthin, was uns auf der anderen Seite im letzten Jahr ganz vielen Firmen, sagen wir mal, auch das Homeoffice und die Existenz vielleicht gerettet hat, sprich Microsoft Teams. Das hat ja, ich glaube, 4 Jahre ist jetzt oder 4 oder 5 Jahre ist jetzt verfügbar und hat natürlich im letzten Jahr eine explosionsartige Vermehrung erfahren, wobei man da sagen muss, dass all das, was wir in den Jahren davor immer gesagt haben, wie führt man Teams richtig ein, was muss man alles vorher machen, woran muss man denken, so Soft Skills und technische Skills und Mindset, Toolset und Skillset, wie es so schön hieß. Das wurde irgendwie alles über den Haufen geworfen durch die Sache, komm, mach Rechner an, Meeting, damit ich mit meinen Kollegen noch reden kann und wir uns noch austauschen kann. Und insofern war das, ich würde mal auch sagen, nicht unbedingt ein Teams-Deployment, sondern hauptsächlich ein Online-Homeoffice-Deployment. Da ist bestimmt, glaube ich, auch einiges falsch gelaufen. Und für euch, war das jetzt für euch tatsächlich Ansatzpunkt zu sagen, wir gucken uns auf ein bisschen genauer an und gucken mal, ob wir mit unserer Expertise hinsichtlich Qualitätsmanagement und Governance was machen können? Jein, also wir haben das eigentlich schon vorher im Auge gehabt, das Thema Governance. Generell für Microsoft 365 hatten wir eigentlich vor 2,5 Jahren angefangen, mit unseren Kunden im Prinzip ihre Probleme zu identifizieren. Wir hatten natürlich auch in Richtung SharePoint und generell User, Onboarding, Offboarding und so weiter. Das sind ja alles Themen, die dahinter stehen, Gruppen und so weiter. Uns da schon intensiv mit beschäftigt und jetzt durch diesen beschleunigten Rollout von Teams oder auch der wesentlich schnelleren Bereitschaft von vielen Unternehmen jetzt in die Cloud zu wechseln, gerade hier in Deutschland, hat das natürlich noch zusätzlich begünstigt und wir haben im Prinzip im letzten Jahr unsere Ressourcen fast vollständig nur noch auf diese Produktschiene fokussiert, weil wir da natürlich jetzt ein massives Wachstum sehen und im Prinzip jeder, der im letzten Jahr auf einmal jetzt auf Teams gekommen ist, damit er überhaupt seine Mitarbeiter arbeitsfähig halten kann, jetzt auf einmal realisiert, ja, mit Plan wäre es besser gewesen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir zum einen alles wieder aufräumen und wie können wir in Zukunft auch sicherstellen, dass das Chaos sich nicht wieder von Neuem so entwickelt, was natürlich unweigerlich passiert, ja. Ja, ich wollte dich fragen, was sind denn so aus deiner Erfahrung her mit Kunden gesprochen, was sind so irgendwie die 3 größten Patzer, die man im letzten Jahr gemacht hat oder die größten Fehler oder wo sind die Fallen, in die man viele reingetappt sind aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung? Also gerade bei Teams ist natürlich das Problem, wenn es vorher nicht die notwendigen Restriktionen gab,
dass einfach so viele Teams angelegt worden sind, Channels angelegt worden sind, wie verrückt, und letztendlich die Leute darauf sich gestürzt haben, wie sie damit damit sie da kollaborieren können, und am Ende verweisen diese Teams und liegen nur noch rum, und keiner ist so wirklich verantwortlich. Vielleicht hat der Verantwortliche auch schon das Unternehmen verlassen. Also gerade dieser Lifecycle ist natürlich auch so ein Problem. Was mache ich denn mit den Daten, die da drinnen sind, den Dokumenten, den Chats? Und das sind halt viele überfordert. Das ist definitiv ein Punkt. Dann der andere Punkt ist, dass die Leute natürlich das Tool auch vielleicht nicht unbedingt so eingesetzt haben, wie es Microsoft sich das ausgedacht hat, und dann ganz viele Group-Chats mit Hunderten von Leuten oder Dateien dann da in Group-Chats hochgeladen werden, und die Anwender sich natürlich nicht bewusst sind, dass vielleicht die Dateien, die sie da hochladen, in ihrem OneDrive liegen, und das Unternehmen sich nicht im Klaren ist, dass, wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, auf einmal die Dateien auch weg sind, die in dem Chat vielleicht wichtig sind. Also da entstehen und werden auch noch viele Probleme entstehen in Zukunft bei den Unternehmen, die das jetzt erst realisieren. Das sind das Angebot an den Kunden XY, das hatte mir der doch im Chat gemacht, aber der ist nicht mehr da. Ja, wo finde ich denn das jetzt wieder? Und dann generell natürlich so Adoption-Themen, wo das Tool halt mehr als Ersatz für E-Mail verwendet wurde, oder wo man ja mit der Datenmenge und wie es eingesetzt wird einfach nicht mehr klarkommt, und man dann halt ein bisschen das in geordnetere Bahnen wieder lenken muss, damit die Leute auf der einen Seite geführt werden, auf der anderen Seite natürlich das Tool auch gewinnbringend fürs Unternehmen eingesetzt werden kann. Du hast jetzt immer schon ein Tool gesagt. Wie heißt euer Tool, und was macht es denn? Für welche Bereiche ist es denn gedacht? Also unser Tool heißt, ganz klar, Rancor Governance, also Rancor, unsere Firma, und wir haben mittlerweile unsere Produkte alle klar nach dem Use Case benannt, also Rancor Governance, und es ist ein Governance-Tool, Überraschung, und letztendlich auch Compliance-Tool mittelfristig. Wie funktioniert es? Man verbindet seinen Office 365-Tenant zu diesem Tool. Also es ist verfügbar als SaaS, Software as a Service, wird auch bald als Self-Hosted zur Verfügung stehen, dass der Kunde es in seinem eigenen Azure betreiben kann, wenn er das nicht will, dass wir es betreiben. Oder auch ein Partner, ein Managed Service Provider könnte es auch betreiben. Und das Tool wird verbunden zu dem Tenant. Ich kann dann auswählen, welche Services ich governen will, also kontrollieren will. Momentan unterstützen wir generell Microsoft 365 Groups, Users, Produktlizenzen und Apps, die damit verbunden sind, also auch das Lizenzierungsthema, welche Lizenzen verwende ich, könnte ich vielleicht auch stornieren, dass ich sie nicht bezahlen muss, weil keiner sie braucht. Dann Teams natürlich, also alle Teams, die es gibt, Channels, die Owner, die Mitglieder des Teams, die Einstellungen des Teams, die Apps und Konnektoren, die in den Teams verwendet werden, diese Daten sammeln wir alle. Das gleiche für Power Automate, also alle Flows, Flow Owner, Flow Runs. Microsoft speichert ja nur die letzten 28 Tage als Flow Run History. Wir speichern sie unendlich lang. Wir holen uns diese ganzen Informationen und speichern die selber. Dann in Power Platform auch die Canvas-Apps momentan, die Environments dazu, dann in Azure AD die Sign-Ins, also wann kommt wer rein, verwendet mit welchem Client, an welcher Location loggt er sich ein, und dann natürlich auch noch Back to the Roots, SharePoint und OneDrive, also alle Sites, alle Subsites, alle Shared Files, extern gescherte Files, die vielleicht auch nicht expired sind oder sowas, dass man auch kontrollieren kann, mit wem sind denn überhaupt Dateien geteilt, mit wem sind Seiten geteilt, mit wem sind Teams geteilt. Das Ganze wird weiter erweitert, also wir fügen immer mehr Services hinzu, wir arbeiten momentan an allen möglichen anderen auch noch, also mehr noch im Azure AD, mehr noch Forms ist auch ein Problem, das viele Unternehmen haben, da gibt es das tolle Forms-Tool, Mitarbeiter sammeln Daten über Forms, intern oder extern, auf einmal sind da nach DSVGO persönliche Informationen drin, keiner weiß, wem sie gehören, das sind alles Probleme, die da rauskommen. Also das ist die eine Seite, wir sammeln die Daten,
erhalten die Historie der Daten. Das Ganze wird kontinuierlich gescannt und man kann quasi auch sehen, wie sich's verändert. Also sind neue Teams dazugekommen, sind alte weggekommen, sind neue User hinzugekommen. Diese ganze Historie kann man damit sammeln, die ganzen Verknüpfungen sich dazu anschauen. Wir nennen das Inventar. Also ich kann mir anschauen, der Michael im Unternehmen, der hat 5 Flows, 3 Power Apps. Er ist in 10 Teams Owner, in 5 Teams noch zusätzlich Member. In der SharePoint-Site hat er diese Datei mit einem externen geshared. Das kann ich auf einen Blick sehen, quasi einen Report über dich machen. Was machst du? Insbesondere relevant, wenn du zum Beispiel das Unternehmen verlässt. Der Michael hat einen Business Critical Flow erstellt in Power Automate. Mhm. Den muss ich an irgendjemanden übergeben, damit, wenn du dein Account gelöscht wird, nicht auf einmal dieser Prozess nicht mehr weiterläuft. Mhm. Und dann kann ich darauf Reporting machen, ganz ähnlich wie Power BI. Also man kann sich ganz einfach Dashboards zusammenbauen mit Charts, mit Compliance-Status zu einzelnen Services, auch service-spezifische Dashboards. Sehr, sehr simpel, Drag and Drop, alles zusammenbaubar, was man will. Aber das aktuelle, tatsächliche Herzstück der Software sind, wir nennen sie Checks. Das sind im Prinzip Business-Regeln oder Governance-Regeln. Und da liefern wir eine ganze Bibliothek an Regeln schon mit. Aber man kann sich auch ganz frei selber Regeln auf Basis dieser Daten machen. Also ich kann dann zum Beispiel eine Regel bauen, gib mir alle Teams, die weniger als 2 Owner haben. Weil vielleicht die Regel in meinem Unternehmen ist, es sollten immer 2 Owner sein, falls der eine mal nicht verfügbar ist, dass jemand anders zum Beispiel neue Mitglieder hinzufügen kann. Oder gib mir alle SharePoint-Seiten, die nicht mit dem Systemadministrator-Account als Site Collection Admin geshared sind. Oder gib mir alle User, die eine Power Plattform P2 Lizenz haben, aber keine Flows und keine Power Apps, um Lizenzen zu sparen. Also in alle möglichen Richtungen. Man kann auch diese verschiedenen Objekte ein Flow, ein User, eine SharePoint-Site, sind alle miteinander verknüpft und kann darauf dann Filter bauen in einer sehr leicht verständlichen Oberfläche. Du kannst es dir so vorstellen, wie wenn du eine Regel in Outlook baust für E-Mails. Mhm. Also kannst du sagen, ja, wenn eine E-Mail kommt und folgenden Kriterien entspricht, mache damit irgendwas. Und in dem Falle erstmal reporten und dann wird das auch wieder die Historie dazu getrackt. Wie viele Sites haben wir denn, die nur einen Owner haben? Oder Teams, die mehr als 500 Mitglieder haben? Und dann der finale Schritt ist, das Ganze zu automatisieren. Es bringt mir nichts, das alles zu wissen. Das ist eigentlich das größte Problem. Die Administratoren und Verantwortlichen für die Plattform haben ja keine Chance, irgendwie da hinterher zu bleiben. Also das Unternehmen bewegt sich ja laufend. Ständig passiert irgendwas. Leute kommen, gehen. Gerade umso größer das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es da den Überblick zu behalten. Und da ist dann letztendlich das finale Stück die Automation. Wenn ich mir diese Business-Regeln oder diese Governance-Regeln definiert habe, kann ich sagen, wenn immer eine dieser Regeln von einem neuen Objekt, einem Team, einer Site gebrochen wird, dann mache etwas. Mhm. Schicke jemanden eine E-Mail, schicke eine Nachricht in einen Teams-Channel rein, führe einen Webhook aus oder übergebe eine Nachricht an einen Webhook, der sich dann über unsere API die notwendigen Daten holen kann. Oder eben sehr bald auch führe einen Power Automate Flow aus, indem ich dann alles machen kann, was der Flow können könnte. Ach, also ich kann dann eine Approval beim Owner des Teams einholen im Flow, ob das Team archiviert werden soll oder ob der externe User im Team entfernt werden soll und das dann im Flow automatisieren. Wir machen die Automatisierung nicht bei uns. Wir brauchen nur Lesezugriff auf das System, also wir haben keinen Schreibzugriff in irgendeiner Hinsicht. Am Ende geben wir dann einen Trigger an den Flow und dort kann man im Prinzip dann sich seine Automatisierung machen, die mitskaliert mit dem Unternehmen. Das ist die Idee dahinter.
Tolle Idee. Also ich bin jetzt ein bisschen erschlagen, aber ich, wenn ich das mal, ja, aber es ist, es trifft, glaube ich, was du gesagt hast, echt den Kern. Man stellt sich ja gar nicht vor, was alles so bei Teams passiert. Und wenn ich mir nur mal anschaue, was es da für Konnektoren und für Möglichkeiten der Konfiguration gibt und was man alles dort machen kann, das zu überwachen und das zu monitoren, das ist schon eine Herausforderung, wenn man das dann auch wirklich vernünftig machen will. Und ich habe ja schon mal in der Vorabversion vom Governance-Tool reinschauen können. Ich bin jetzt kein Admin, also es ist nicht mein Problem, was ihr adressiert, aber ich kann ganz gut sehen, wie sowas aussieht. Und ihr habt da eine sehr angenehme Oberfläche gebaut, wo man sich relativ schnell zurechtfindet, wo ich fand auch tatsächlich die Übersicht bekomme, wenn man da so ein bisschen reindrillt in die verschiedenen Sites und die Problematiken. Und das, was du jetzt auch gesagt hast, es bleibt eben nicht damit stehen, dass du dem Administrator sagst, ja, guck mal, da ist was und da könnte was sein und da könnte was sein, sondern ihm auch ermöglicht, dann quasi das mit der Automatisierung gleich in entsprechende Kanäle zu nehmen, dass die Aktionen mit ausgeführt werden. Und ich glaube, das wird ja auch immer noch komplexer werden und vor allen Dingen in der Geschwindigkeit, in der sich diese Plattform auch weiterentwickelt. Und wenn man dann noch überlegt, was so mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und sowas alles noch da reinspielt und mit den Möglichkeiten, noch weiter externe Dinge da zu integrieren. Also da ist, ich glaube, da adressiert ihr ein Problem, was irgendwie jeder haben kann oder haben wird. Sehen wir natürlich auch so. Und wie ich dir schon gesagt habe, wir haben ja schon vor 2,5 Jahren eigentlich angefangen damit und haben sehr intensiv mit Kunden gesprochen. Also wir haben insgesamt, ich glaube, mittlerweile fast 300 verschiedene Organisationen interviewt und auch während der Produktentwicklung immer wieder Sachen vertestet mit diesen Kunden. Und viele der Kunden verwenden das Produkt auch schon seit fast einem Jahr. Wir sind zwar offiziell erst seit kurzem auf dem Markt damit, aber wir mit diesen Kunden, die mit uns das gemeinsam erarbeitet haben und deren Probleme wir versucht haben, in Software zu lösen, haben uns auf dem ganzen Weg begleitet, genauso auch Partner, Consulting-Unternehmen, die natürlich für sich dort eine Möglichkeit sehen, den Kunden auch solche Governance-Pläne sehr einfach zu implementieren und sie dann auch vielleicht für den Kunden weiter zu sicherzustellen, dass Governance gelebt wird und nicht nur ein 100 Seiten Dokument ist, das zum Zeitpunkt der Finalisierung eigentlich schon out of date ist. Also da sehen wir halt extremes Interesse auch, sowohl von Endkunden als auch von Partnern. Weil man ja zum einen allein aus Betriebssicherheit das schon mal wissen muss, was passiert da eigentlich. Ich meine, ich habe ja mittlerweile, früher hatte ich meine Server noch selber im Keller stehen, jetzt habe ich alles outgesourced. Wollen wir mal sagen, früher, als sie im Keller standen, habe ich auch nicht gewusst, was alles passiert. Jetzt hast du alles outgesourced, das musst du wissen. Dann gibt es diese ganzen zusätzlichen Verordnungen, DSGVO, wo du relativ schnell auch in Fallen reinlaufen kannst, wo man ja auch sehen muss, die erhöhte Bedarf nach Privacy, im Homeoffice nochmal ganz andere Herausforderungen hinsichtlich Security, wo du noch was ganz anderes monitoren musst, als vielleicht, wenn alle nur im Unternehmen sind. Also ich denke mir, das ist ein Tool, wo ihr sicherlich viel machen könnt. Frage mal, warum macht denn Microsoft sowas eigentlich? Man sieht doch, bei Microsoft gibt es auch immer auf jeder Veranstaltung, wenn es dann um die Tools geht, kommt immer der große Block, ja, und wir haben noch viel mehr mit Analytics. Ihr könnt noch viel mehr mit Analytics machen und wir haben ja auch einen ganz kräftigen Block mit Governance und mit Policies und sowas. Das gibt es ja auch mittlerweile alles in Microsoft 365. Wo setzt ihr da zusätzlich ran? Also Microsoft hat ja zum einen das Security and Compliance Center. Also in dem Bereich geht es natürlich um mehr so um Data Loss Prevention, also dass nicht Daten irgendwie abfließen, dass jemand sehr viele Dateien von OneDrive rauskopiert oder verschiebt oder löscht und so weiter. Dann auch Zugriff, dass jemand, der normalerweise immer von Berlin drauf zugreift, auf einmal von irgendwo anders auf der Welt drauf zugreift, dass man da sofort Benachrichtigungen kriegt. Darauf zielt Microsoft natürlich stark an und generell Information Governance. Also es geht darum, was passiert mit den Daten, wer hat Zugriff auf die Daten, Sensitivity Labels ist so ein Thema, die Daten zu klassifizieren, sind sie sensitiv oder nicht,
Geht ja mittlerweile auch dann für Teams und so weiter. Und das ist halt ein sehr eigener Aspekt. Worauf wir mehr fokussieren, ist das Thema halt Service Governance im Allgemeinen. Also wie halte ich das System als Ganzes unter Kontrolle und wie kann ich auch die Informationen schnell erfassen? Microsoft verteilt die Informationen, viele von den Informationen, die es bei uns gibt, gibt es auch bei Microsoft, sind auch erreichbar. Wir nehmen natürlich auch dieselben Schnittstellen her wie jeder andere. Ich könnte mir auch ein PowerShell-Skript bauen und den Microsoft Graph ansehen und mir dann eine CSV-Datei daraus bauen. Es ist nicht, also bei den vielen Daten ist es sehr einfach, die zu kriegen. Andere Daten wie jetzt SharePoint, die sind weniger einfach, weil da muss man tatsächlich crawlen und darf nicht von Microsoft ausgebremst werden. Das ist ein bisschen trickier. Aber der entscheidende Unterschied ist natürlich, es ist sofort verfügbar, ohne Investition in, ich brauche jetzt hier einen Entwickler, ich brauche jetzt hier einen Admin, ich kann, wenn morgen die Fachabteilung um die Ecke kommt und sagt, ich brauche jetzt wöchentlich einen Report über das Team XY oder die Datenquellen XY, weil wir dort ein geheimes Research-Projekt machen und ich mag sicherstellen, dass da wer darauf Zugriff hat, dann kannst du in unserem Tool dir das im Prinzip als Dashboard zusammenklicken mit ein paar schon fertig erstellten Reports. Du kannst sagen, schicke dieses Dashboard einmal pro Woche an diesen Stakeholder. Damit ist das Thema erledigt. Ja, und oder Beispiel, was mir da sofort in die Gedanken kommt, ist halt mit den Teams Meeting Recordings, die jetzt alle in SharePoint und in OneDrive gespeichert werden, da die Übersicht zu behalten, wo laufen die Speicher Kapazitäten raus, wo muss ich was nachkaufen, wo kann ich was löschen. Das ist auch ein Thema, was vermutlich mit der Vielzahl der Teams Meetings Recordings, die kommen werden, natürlich sein. Oder auch allein die Frage, man kann jetzt ja diese Meetings mit extern sharen, will man das dann auch? Oder gibt es da auch eine Policy? Ich meine, da ist natürlich, kann man sich ganz viele Szenarien überlegen und wenn man da was Einfaches hat, ich kenne es auch, also ich bin, wie gesagt, ich bin auf der Admin-Konsole von Office 365 nicht unbedingt so zu Hause, aber wenn du dann irgendwo mal ein neues Feature einstellst, dann heißt es, ja, dann geh mal da und da und dann da drunter, hier, da drunter und da ist es, steht es. Und dann sagst du, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ja, und ich meine, keiner kennt sich in den ganzen Admin Center aus. Es gibt irgendwo so eine Seite, Microsoft Admin Center. Ich glaube, das ist so eine GitHub-Seite. Ich glaube, das sind irgendwie 200 Admin Center, die dort gelistet sind. Also es ist sowohl in einem großen als auch in einem kleinen Unternehmen erfasst es keiner. Du kannst die Daten nicht alle so zusammenführen. Und wie du schon sagst, es gibt halt einfach so viele, Anwendungsfälle, die sich vielleicht auch erst ergeben und dann magst du nicht, jetzt fällt dir ein, oh, jetzt hat sich was verändert, Stream jetzt auf OneDrive gehostet, dann magst du nicht jetzt muss ich erstmal einen Entwickler finden, den ich beauftragen kann, mir diese Daten zusammenzusammeln. Kannst in so ein Tool wie bei uns reingehen, die Daten sind schon da, wir sammeln die Dateien und sagst einfach, gib mir alle Dateien, die Stream-Recordings sind und größer als 500 Megabyte sind. Und zeig mir dazu die Sites an oder die OneDrives an, wo die drinnen liegen, damit ich sehe, oh ja, der Michael, der ist ein exzessiver Recorder, mit dem muss ich mal sprechen. Oder da müssen wir den Storage erhöhen oder das irgendwie limitieren. Auch machen manche Leute Backups, zum Beispiel ihrer Laptops nach OneDrive. Wo dann die Administratoren sich denken, oh, warum braucht der auf einmal so viel Speicher? War das nicht so, dass irgendwie das Dateilimit bei OneDrive jetzt auf 100 GB erhöht worden ist? Ja, ich weiß nicht genau das Limit jetzt auswendig, aber ich meine, das lädt natürlich dazu ein, gell, dass man solche Sachen da hochlädt. Genau. Was wir sagen wollte, das ist aber, ich denke mir, das kann auch gerade für so kleinere und mittlere Unternehmen, die Microsoft 365 einsetzen, ein wirklich hilfreiches Tool sein, wo ja vermutlicherweise, sagen wir mal, die Administrationskompetenz vielleicht nicht so weit vorhanden ist, weil man das halt das administriert, was man täglich braucht.
aber natürlich bei der Komplexität in kleinen und mittleren Unternehmen das vielleicht gar nicht leistbar ist, wie vielleicht ein großes Unternehmen, was sich eine eigene IT-Abteilung noch hält. Ich glaube, da könnte, glaube ich, auch noch einmal, oder da wird sicherlich auch ein entsprechender Markt liegen, da in solche Unternehmen auch mehr Governance und mehr Ordnung reinzubringen. Ohne Zweifel. Da spielt natürlich für uns, dass wir preislich auch im sehr erschwinglichen Segment sind. Und Sagst du es, aber jetzt hast du die Kurve gekriegt. Das war nämlich meine Kurve. Wie ist es lizenziert und was kostet? Das würde ich gerne von dir noch wissen. Ja, also die Lizenzierung, das ist ein ganz normales Abo-Modell natürlich, wie mittlerweile jede Art von Software ist. Und wir lizenzieren in User-Paketen, wenn man so will. Also das erste Lizenzierungspaket ist bis zu 250 Mitarbeiter oder 250 User. Mhm. Und was ist für uns ein User? Im Prinzip jeder User im Microsoft 365, der eine Office 365 Lizenz hat mit einem E-Mail-Postfach. Also externe User und Service-Accounts und Shared-Mailboxes und sowas rechnen wir alle raus. Er muss aktiv sein, er muss eine Mailbox haben, dann ist er ein User. Aus unserer Sicht. Und der zählt rein. Das zeigt das Tool auch an, wie viele wären das in dem speziellen Fall. Weil manche Unternehmen haben extrem viele externe User, weil sie sehr viele Mandanten haben zum Beispiel, aber trotzdem selber gar nicht so viele Mitarbeiter. Und da ist eben unser Lizenzierungsmodell. Wir haben verschiedene User-Pakete. Also das erste ist bis 250 User. Das kostet im jährlichen Abo 200 Euro im Monat. Also jetzt auch nicht was einen großartig vom Hocker haut, wenn du dir einen Berater mit an Bord holst, halt, der das dir nachbaut, bist du sicherlich wesentlich mehr los. Dafür machst du es nicht selber, haben wir früher gesagt. Ohne Zweifel. Und dann das nächste Paket geht dann bis 1.000 User, dann bis 2.000 User und dann staffelt sich's in Tausender Paketen, weil natürlich auch die Lizenzierung dann. Also wir haben gelernt von unseren Kunden, die wollen ein bisschen Vorhersehbarkeit in den Kosten haben. Insofern, die wollen nicht auf einmal nach einem halben Jahr nochmal eine Rechnung hinterherkriegen. Somit, wenn ich jährlich lizenziere, lege ich mich auf einen solchen Bucket fest. Und dann erst bei der nächsten Lizenzierung wird wieder angeschaut, bei der nächsten Renewal wird wieder angeschaut, bin ich jetzt drüber. Und so kommt es sehr gut an bei unseren Kunden und für Partner ist es auch sehr gut realisierbar, bei dem Kunden halt zu sagen, ja, schau her, wir nehmen das in unser Servicepaket mit auf, wir betreiben für euch vielleicht die Administration von Office 365, das machen wir jetzt noch mit Governance und da sind wirklich auch kleine Unternehmen dabei, also auch zum Beispiel Schulen, genauso, sehr viele Schulen haben Teams ausgerollt, haben aber nicht so wirklich eine Ahnung technisch, wie sie damit umgehen, wie sie die Schüler irgendwie auch in ihre Bahnen lenken, dass sie nicht das Tool irgendwie, da haben ja häufig die Schüler vielleicht mehr Ahnung von der Technologie als manche Lehrer. Sind wir eben auch mit welchen entsprechen. Oder auch viele Ämter, die das jetzt ausgerollt haben, Teams, Gerichte und so weiter, Bauämter. Die sind alle kleine Organisationen an sich, haben aber den gleichen Need. Aber wir sind auch mit sehr großen Unternehmen zugange. Ich kann keine Namen nennen, aber also auch Größenordnungen, die schon signifikant groß sind, also über 100.000 User. Das können wir auch leisten. Ist natürlich immer ein bisschen komplexer. Die betreiben es dann lieber selber. Also die wollen es in ihrem eigenen Azure laufen lassen. Die wollen nicht, dass Daten übertragen werden, sondern das ist auch okay. Da kann man nachvollziehen. Die können das ja auch dann. Ja, Matthias, also ich gucke mal auf die Uhr. Wir sind tatsächlich bei 40 Minuten angelangt. Ja, aber überhaupt nicht. Ich fand es super interessant. Ich finde es ja toll, wenn man sich mal so ein Thema... Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe vor einigen Monaten schon mal angefangen, nach so dem zweiten Lockdown, wo es dann so ein bisschen besser wurde, oder bis im ersten, mal mit Partnern zu sprechen. Sag mal, ihr habt jetzt bei vielen ja Teams ausgerollt. Was macht ihr jetzt eigentlich als nächsten Schritt? Habt ihr Kontakte zum Kunden, ihr habt was gemacht. Was macht das? Wir haben gesagt, na, wir fragen jetzt erstmal bei unseren Kunden nach, was wollen sie eigentlich machen? Und dann gucken wir mal so Use Case bezogen, was wir dann in Zukunft machen können. Und ich denke mir, da einfach nochmal dieses zusätzliche Thema Governance mit reinzubringen,
Definitiv. Und insofern finde ich das toll, dass du das mal so auch ein bisschen ausführlicher beleuchtet hast. Mir fiel gerade ein, falls ihr mal nichts zu tun habt, könntet ihr mal ein Tool bauen, was meine Abos-Lizenzierung governance-mäßig betreut und mir dann Alarm schickt, wenn ich schon wieder irgendwo was abonniert habe, bis was rausgelaufen ist. Das stimmt ja. Du wirst lachen, sowas hatten wir tatsächlich auch überlegt, wie wir vor 2,5 Jahren angefangen haben, hatten wir überlegt, ob wir im Prinzip ein Tool erstellen, das dir hilft, den Überblick über die ganzen Software-Subscriptions im Unternehmen natürlich Überblick zu behalten. Aber es gibt dafür schon sehr viele Lösungen auf dem Markt in unterschiedlichen Preisklassen. Mir fällt es immer wieder auf, wenn dann überraschenderweise irgendwie auf der Kreditkarte wieder so ein Jahresabo abgebucht wird. Ach ja, das hattest du ja auch noch. Vielleicht solltest du im nächsten Jahr mal. Das Gefühl kenne ich, ja. Matthias, also erstmal vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Jetzt sag nochmal, wo ist eure Webseite? Wo kann man einfach noch viel mehr darüber erfahren, was ihr macht und auch einen Kontakt zu dir bekommen? Ja, also ganz einfach renkor.com. Renkor, wenn es dich interessiert, wo der Name herkommt, ist ein Mix aus Schwedisch und Englisch, also Core, wie der Kern in Englisch, und Renn ist eigentlich schwedisches Wort Rehen, also rein, also reiner Kern. Das war der ursprüngliche Gedanke bei dem Tool. Und renkor.com, bald auch mit deutscher Webseite für das Governance-Tool, für die Kunden, die lieber gerne Deutsch lesen. Und da findet man alle Informationen auch zu unserem Governance-Mini-Summit nächste Woche, wo wir zwei Keynote-Speaker von Microsoft aus Redmond haben, aus dem Compliance- und Governance-Team. Jetzt präzisiere mal noch nächste Woche für diejenigen, die diesen Podcast irgendwann mal später hören. Nächste Woche am 29. März, und das ist im Prinzip ein Vortrag jeden Tag bis Donnerstag, und die Keynote ist von Mali Vangala, der ist der, ich weiß nicht den genauen Titel, auf jeden Fall ein, ich glaube, Senior Vice President oder Vice President bei Microsoft für das Information Governance und Compliance Thema, und Erika Tölle, auch eine ehemalige MVP, die du auch sicherlich kennst, die mittlerweile bei Microsoft zum Thema Records Management und Information Governance drin ist. Und dann haben wir weitere Vorträge von Jussi Reune und Martin Ekels, auch zwei MVPs, auch recht bekannt, Richard Harbridge, einer aus Kanada, und natürlich stellen wir auch unser Tool an einem Vortrag am Donnerstag nächste Woche am 1. April, kein Aprilscherz, vor, mit einem Partner zusammen, der auch darüber erzählt, wie er das beim Kunden einsetzt. Also und alle Vorträge werden natürlich auch aufgezeichnet. Also wer das jetzt hier später anhört, kann immer noch auf unsere Webseite gehen, auch noch in ein paar Wochen, und sich dort die Aufzeichnung zu diesen Vorträgen anschauen. Super, ich werde dich engagieren als Co-Moderator. Du hast die gleichen wunderbaren Überleitungen. Wunderbar, alles klar. Matthias, vielen Dank. Dann wünsche ich dir und deinem ganzen Team alles Gute. Bleib gesund, und ich hoffe, wir sehen uns in diesem Jahr nochmal irgendwo in echt, spätestens auf dem Collapse Summit in Düsseldorf und nicht in diesmal Düsseldorf. Ja, danke, Michael, für deine Zeit. Tschüss. Danke. Mach's gut. Ja, das war das Gespräch mit Matthias Einig. Also, Governance in allen Ecken und Enden immer ein beliebtes Thema, weil man natürlich diese doch immer komplexer werdenden Cloud-Infrastrukturen irgendwie auch in den Griff bekommen muss, kann und sollte, damit man nicht in irgendwelche Fallen und Fallstricke reinläuft. So, das war's für heute. Ich empfehle euch mal einen Blick in den SharePoint-Community Eventkalender, da gibt es wieder viele Veranstaltungen, und ich komme garantiert noch vor Ostern mit einem weiteren Podcast, wo wir mal wieder so ein richtiges Community-Update mit auch noch ein paar Hardcore-Facts und ein bisschen was rund um das Thema Video und Live-Events machen werden. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, sagt tschüss, der Michael Kent. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.